Der erste frei gewählte Präsident Ägyptens, Mohamed Mursi, hat seinen Amtseid abgelegt. In seiner Rede versprach er ein neues Ägypten. Israels Präsident Simon Peres sandte ihm ein Gratulationsschreiben. Auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gratulierte schriftlich. Nach Angaben seines Sprechers äußerte Netanyahu in seinem Brief die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Nach dem Sieg der Islamisten in dem Nachbarland fürchtet Israel eine Verschlechterung der ohnehin kühlen Beziehung. Ein geplantes Treffen zwischen Palästinenserpräsident Abbas und Israels Vizeregierungschef Mofas wurde kurzfristig abgesagt. In Ramallah hatten mehrere hundert Menschen gegen das Treffen demonstriert. Sie warfen Mofas Verbrechen gegen das palästinensische Volk vor. Sie verlangten, dass auch in Zukunft kein Palästinenservertreter Mofas treffen solle. Die Ankündigung des hochrangigen Treffens hatte dennoch auch Hoffnungen geschürt, denn die Friedensverhandlungen liegen schon lange auf Eis. Ein neuer Termin für das geplante Gespräch wurde jedoch nicht genannt. Die Geburtskirche Jesu Christi in Bethlehem ist durch die UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt worden. Von den 21 UNESCO-Staaten stimmten 13 für die Aufnahme. Damit kommt die Geburtskirche in muslimische Hände. Bethlehem liegt im sogenannten Westjordanland. 98% der Bewohner sind Moslems. Israel hat die überraschende Anerkennung kritisiert. Der Antrag zur Aufnahme in die begehrte Liste komme von einem Staat, der nicht existiere. Israels ehemaliger Ministerpräsident Yitzhak Shamir ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Er wurde auf dem Herzlberg in Jerusalem bestattet. Shamir war nach David Ben-Gurion Israels dienstältester Ministerpräsident. In seiner siebenjährigen Amtszeit vertrat er als Likud-Politiker gegenüber Arabern eine kompromisslose Haltung. In den vergangenen Jahren litt er unter der Alzheimer-Krankheit. Eine mehr als ungewöhnliche Wahl hat jetzt in Israel stattgefunden. Die Miss Holocaust-Überlebende wurde gekürt. Die Teilnehmerinnen waren zwischen 74 und bis zu 97 Jahre alt und haben die Gräueltaten der Nazis überlebt. Fast 300 Frauen hatten sich beworben, doch nur 14 kamen in die Endrunde. Am Ende gewann eine 78-jährige Frau. In Israel wurde die etwas andere Misswahl heftig diskutiert. Viele empfanden die Veranstaltung als zu makaber. Der Veranstalter wollte auf die Holocaust-Überlebenden in Israel aufmerksam machen. Rund 200.000 leben noch in Israel. Laut einer Studie leidet die Hälfte von ihnen unter Vereinsamung. Wir grüßen Sie herzlich aus Jerusalem und wünschen Ihnen eine gesegnete Woche. Israel heute jetzt auch als Digitalausgabe. Holen Sie sich das beliebte Magazin rund um das Heilige Land bequem nach Hause auf Ihren Computer für nur 35 Euro im Jahresabo. Und so einfach geht's. Klicken Sie auf der Webseite www.israelheute.com auf den Button Digitalausgabe. Wählen Sie Ihre Abo-Option aus, registrieren Sie sich und bestellen Sie. Sie erhalten 11 monatliche Ausgaben unseres Magazins als Online-Version. So können Sie Israel heute jederzeit und von überall aus auf Ihrem PC, iPad oder Smartphone lesen. Wenn Sie auf die Printausgabe nicht verzichten möchten, das Digital- und das Druckabo gibt es auch im Doppelpack für nur 53,50 Euro. Zusätzlich zu den 11 Monatsausgaben erhalten Sie dann noch den jährlichen Israel-Pass mit jüdisch-christlichem Kalender. Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns wie gewohnt unter der gebührenfreien Telefonnummer 00800 60 70 70 60. Gottes Liebe weitergeben allen Menschen auf allen Kontinenten. Das machen seit mehr als 100 Jahren die Lebenzeller Missionare. Sie versorgen Straßenkinder in Russland mit warmen Mahlzeiten. Sie geben Kindern in Bangladesch Zukunft durch Bildung. Sie helfen kranken Menschen und ihren Angehörigen, zum Beispiel AIDS-Betroffenen in Sambia.
Sie helfen in akuten Notlagen und befähigen zur Selbsthilfe. Und sie laden zum Glauben ein. Von Hand zu Hand, von Mensch zu Mensch und immer mit Gott. Dazu brauchen Sie auch Ihre helfenden Hände. Öffnen Sie Ihre Hände. Arbeiten Sie mit, beten Sie mit, spenden Sie mit. Alle wichtigen Infos und viele weitere Projekte finden Sie auf www.liebenzellermission.de oder rufen Sie jetzt an unter 01805 335015. Liebenzeller Mission, mit Gott von Mensch zu Mensch.